KS-Freak, KS-Freak. Deine harte Schale ist aufgesetzt wie ein Geschäftsbrief. Du bist ein Instagram-Star und deine Fans haben dich echt lieb. Eine Fangemeinde bestehend aus Kindern. Schade, dass du darüber hinweg siehst. Ich habe nachgedacht und mir dann ein Fazit gezogen. Du musst mehr als Bruder sein, denn ihr seid beides Homophoben. Du hackst auf Klängern rum, auf Ultralativ und KuchenTV, bist eben ein relevanter YouTuber. Ach, und ein Musiker auch. Du machst Assi-Content. Respekt, Bruder. Ich verneige mich. Natürlich ist Kritik scheiße, die sind sowieso alle nur neidisch auf dich. Mädels mit einem Doggy-Filter himmeln dich an. Mann, musst du stolz drauf sein. Läuft bei dir, Mann. Genug mit Satire, hier kommt mein Real Talk an dich. Konstruktive Kritik, darf ich das? Ich weiß es gerade nicht. Nachher, Kinder, wird's was geben, also bitte bleibt gesund. Denn nachdem KS-Freak dieses Video gesehen hat, bringt er sich vielleicht noch um. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Servus Zuhörer, Zuschauer, Hater, Außenstehende und homophobe Spasten da draußen. Mein Name ist MTC. Viele Assi-YouTuber machen mich wütend, also muss ich Wörter wie Spast oder Dreckster benutzen. Das Video wird dann zwar nicht werbefreundlich genug sein und ich werde dann keine weiteren 2,30 € verdienen, weil dieses Video nicht monetarisierbar sein wird, aber das ist es mir wert. Nun denn, wo fangen wir an? Zuerst werde ich das Ganze mal objektiv betrachten, später dann subjektiv. Also gut, wir können uns sicher alle an diesen ultra netten Livestream von KS-Freak erinnern, indem er Kanäle wie Klängern, Teilzeitrektor, KuchenTV, Ultralativ und Co. beleidigt hat. Und zusätzlich alle, die konstruktiv Kritik äußern, also quasi auch mich. Okay, in Ordnung. Wer sich nicht dran erinnern kann, darf den Livestream ja gerne mal suchen. Herr Newstan, die Jungs von der Atomic, SmoothTube und andere haben darüber berichtet. Ich werde den Livestream jetzt sicherlich nicht einspielen lassen, da mir die Stimme von diesem Freak, und ja, ich nenne ihn Freak, weil er sonderbar ist und sich by the way selbst Freak nennt. Also wie gesagt, ich werde den Livestream nicht einspielen lassen, da mir die Stimme von diesem Freak in den Ohren wehtut. Wenn ihr Interesse daran habt, dann beschafft euch die Quellen des Streams. Okay, fassen wir mal das Ganze zusammen und stückeln seinen Livestream in kleine Häppchen auf. Abgesehen von dem Ganzen, ich habe viele Instagram-Follower und deswegen bin ich relevant Ding, hörten wir noch diverse andere Sachen. Er ist anscheinend ein sehr wichtiger YouTuber, weil er schon seit 5 Jahren dabei ist. Gott bewahre, du hättest dir auch ein anderes Hobby suchen können. Seilspringen vielleicht. Da wärst du wenigstens auf die Fresse geflogen für dein nicht vorhandenes Talent. Auf YouTube wird nichts können ja belohnt, sofern man Drecksteppen von Fans hat. Aber ich schweife wieder ab ins Subjektive. Never mind. Du behauptest, dass die ganzen YouTuber, welche konstruktiv kritisieren, einfach nur Hass-YouTuber sind und nebenbei Schwuchteln sind. Da fällt mir ein Zitat ein. Es geht ungefähr so. Solange schwul, lesbisch und behindert noch als Schimpfworte benutzt werden, ist das Konzept Respekt noch nicht wirklich ausgereift. Wie wirst du denn beleidigt, wenn jemand sauer auf dich ist? Du wirst sicher nie beleidigt, weil du der Boss bist, gib es zu. Sogar Kollege der Boss wäre stolz auf dich. Ich meine, du hast viele Instagram-Follower, 12-jährige Mädels, welche körperlich und geistig noch nicht ausgereift sind, tragen deinen Merch und feiern dich ungehemmt. Du hast diverse korrekte YouTube-Freunde, dessen Namen ich jetzt nicht in mein frisch geputztes Maul nehmen möchte. Du hast eigentlich alles, was ein Assi-YouTuber haben muss. Respekt, Keule. Läuft auf jeden Fall bei dir. Du besitzt ein Loft und genießt den Lifestyle. Doch wenn YouTube finanziell ganz einbricht, heißt es für einige YouTuber wieder Schulbank drücken und nach einem Jahr, yay, endlich habe ich den Hauptschulabschluss geschafft. Verdammt, ich bringe wieder objektiv und subjektiv durcheinander und das bei einem Skript. Das kann doch nur gewollt sein, oder? Zwinker. Was hören wir von deinem Livestream noch raus? Du misst Relevanz an einem Instagram-Profil, welches absolut nichts mit YouTube zu tun hat. Du beleidigst Leute und drohst ihnen mit Schellen. Ich biete dir nun was an. Du darfst mir gerne auch eine geben, aber bitte nicht zu lasch, sonst denke ich noch, dass du meine Ex bist und wir gerade einen Geschlechtsakt durchführen. Gut, und da das jetzt auch geklärt wurde, weiter zum Text. Was hören wir noch raus? Du verbietest den ganzen YouTubern, dass sie Videos über dich machen dürfen. O Jesus, Maria und Josef, der Allmächtige hat gesprochen. Ach ja, dann hackst du noch auf KuchenTV rum und bringst
bringst das uralte Thema mit rein, als du ihm eine Möchtegern-Ansage gemacht hast, als er dich auf der Bühne getrollt hat. Zusätzlich sagst du noch, dass du den Content von Tanzverbot unterhaltsam findest. Ach ja, und als grandioses Finale dieser objektiven Zusammenfassung sagst noch ca. 99 Mal: Hä? Schon da dachte ich, dass ich mich wegmachen muss, aber siehe da, ich habe es überlebt. Naja, ich habe auch diverse Ex-Weiber überstanden und die waren auch so unterbelichtet wie sonst was. Okay, soweit, so gut. Nun werde ich mal ein bisschen persönlicher, aber pst, ist ja nur Satire. Abgesehen davon, dass ich es ja nicht unbedingt krass finde, dass ein Mimi oder ein Kuchen-TV verfolgt, bedroht und beklaut wird, muss ich ehrlich sagen, dass ich es gerne gesehen hätte, wenn Leute wie Simon, Leon und du andere Leute wie Commander Krieger oder Rap'n Bowman versucht hätten anzugreifen, zu beklauen oder sonst wie zu belästigen. PS, keine gute Idee. Denn nicht alles läuft über ein YouTube-Video. Nicht jeder macht ein Video darüber, wo er sich ausheult, dass er belästigt oder beklaut wurde. Es gibt auch noch Leute, die dieses YouTube-Ding nicht zu ernst nehmen und eiskalt ausrasten können. Da gibt es dann kein Beef, der von einem Trashpack oder Newstime zusammengefasst und präsentiert wird. Nein, die Sprache der Straße sieht ein Stück weit anders aus wie diese Sprache des Internets. Im Internet hat auch ein schmales Kerlchen dicke Eier. Im wahren Leben sieht das Ganze ein bisschen anders aus, Kumpel. Werden Leute wie Klängern, KuchenTV und Co. weiterhin Videos machen, in denen sie zu Recht kontroverse Inhalte von umstrittenen YouTuber kritisieren? Scheiße, ja. Werden kleine YouTuber wie ich weiterhin ihr Maul aufmachen, weil es nun mal berechtigt ist, eine Meinung zu äußern? Verdammt, ja. Werden kleine Mitläufer, / Hater weiterhin auf Kanäle gehen, um die Videos zu disliken, weil sie keine Ahnung vom Sachverhalt haben? Aber sowas von. Aber keine Sorge, die Schuld liegt nicht an den jungen Fans. Ich dachte mit 12 auch noch, dass es den Nikolaus gibt und dass Serien wie Familie im Brennpunkt und Co. auf echten Tatsachen basieren. Dafür büße ich schon genug. Meine Startseite ist meist voll mit Müll, der von den typischen Assi-YouTubern stammt. Wenn du dieses Video je sehen wirst und mir was zu sagen hast, dann schreib mir gerne eine PN. Schau dich im Spiegel an und sei ehrlich zu dir selbst. Du genießt den Fame, den Hype, die Fans, das Geld und alles andere, was dir nützlich erscheint. Doch bist du abends vor dem Schlafengehen echt stolz auf dich? Stolz darauf, dass du Fans hast, die leicht beeinflussbar sind? Sieh her, ich habe gerade mal 1700 Abonnenten. Davon sind sicherlich 60% inaktiv, wenn es um Real Talk geht, weil kaum wer mit der Wahrheit konfrontiert werden möchte. Und was mache ich? Ich gehe es ein, Hate zu kassieren und mache hier trotzdem meine Videos und bin stolz auf jeden Kommentar, der von einem normal denkenden Menschen kommt, der mit tiefsinnigen Thematiken umgehen kann, weil er reif im Kopf ist. Unterhalten kann jeder, wenn es sogar ein Mario Barth kann. Aber die wirklich tiefgründigen und zum Nachdenken anregenden Inhalte können nur wenige produzieren, weil sie Angst haben, es würde sowieso keiner verstehen. Doch wie gesagt, lieber eine Handvoll mit Menschen, die solche Inhalte verstehen und deshalb konsumieren, als eine Masse an Leuten, die es lustig findet, wenn man Penis sagt. Aber naja, der Mensch ist halt neugierig. 2017, Zitat von Frigo. Genug gemeckert für heute. Ich habe dem Ganzen vorerst nichts mehr hinzuzufügen. KuchenTV und Tanzi haben ebenfalls Videos darüber gemacht. Die Links befinden sich in der Videobeschreibung. Ach ja, die Links zu den Videos von Newstime und SmoothTube befinden sich ebenfalls in der Videobeschreibung. Genauso wie das Video von dem Kanal Der Tomek. Lasst dem Video gerne eine ehrliche Bewertung da und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und vergesst niemals, Instagram ist sowas von wichtig. Leider bin ich irrelevant, da ich nicht mal 1000 Follower habe, ich weiß. Ich bin ein ganz schlechter Mensch und das ist furchtbar schade. Ich bin hier erstmal raus, macht es nicht gut, sondern besser. Haut da rein, aber nicht so fest, sonst kommt eine Anzeige. Bis dann.